Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle am Kopf. Ich sehe gerade unser Getreide schön gewachsen. Sieht einiges komisch aus. Mit Wurzeln aufgerissen. Mann, hier die Wildschweine. Na, jedenfalls, ich werde nochmal düngen. Mein Dünger reicht ja eh nicht ganz aus. Erstmal stellen wir wieder auf Dings ein, auf die 42 Meter. Da gehen wir auf Mausrad und dann suchen wir die Arbeitsbreite und ziehen mit der Maus nach rechts, Arbeitsbreite wieder zu erhöhen. Damit der Dünger überhaupt reicht, werden wir die Ausbringmenge reduzieren. Und zwar, wir haben ja nur noch 2300 ungefähr, ein bisschen weniger. Wir reduzieren das mal auf 250 oder 300, damit beide Felder noch was kriegen. Und dann holen wir uns mal einen Dünger mit Kaliumanteil recht holen, weil der fehlt. Also Kalium ist sehr knapp. Im Besitz muss ich gehen. Im Feld 3 ist Kalium sehr wenig. Und bei Rest sieht schon ganz gut aus, deswegen haben wir den genommen. Und hier sieht es auch noch recht, also gut, aber wir düngen ja noch ein bisschen was. Im roten Bereich soll es nicht gehen, ne? Also die Feuchtigkeit ist auch noch ja im guten Bereich. Ne? Die Temperatur ist 17 Grad, ja. Der Reifegrad ist bei 59. Der ist schon bei 60. Den haben wir einen Tag früher gemacht oder beziehungsweise ein paar Stunden früher. Ne? So, wir fahren in Richtung Spur. Das ist ein ganz guter Wegweiser, da kann man sehen, der andere Spur war daneben. Und ich werde mal jetzt hier mal kurz drauf fahren. Die Bremse aktivieren. So. Und jetzt werden wir mal ganz kurz unsere Bremse. Weitergeholt. So, unseren GPS-Ding aktivieren. Lenkung. Das sieht ganz gut aus. Und da auch. Können wir so lassen. Wir fahren mal zurück, dass auch alles Dünger kriegt, ne? Das ist sehr oft bei mir jedenfalls, dass ich anfangs zu wenig mache oder gar nicht einschalte. Das ist zu spät. Und jetzt geht er mit Düngen los und wir starten sagen wir mal, ne? Ja, ich dünge normalerweise, oder? Ja, so. Kann man kaum sehen. Bei unserem Getreide schon schön gewachsen. Fast sogar sehr schön. Ne? Gut von dichten sieht besser aus als von weiten. War das eher die Schonung des Rechners, dass die nicht alles berechnen müssen von der Entfernung her. Wir düngen jetzt mal hier das Feld noch fertig. Also zweimal und das nächste auch noch. Und dann holen wir mal einen Dünger, wo wir überwiegend das Kalium holen werden. Überwiegend. Vielleicht ein bisschen anderen Bezug mit Stickstoff oder Phosphor, mal sehen, was auch noch fehlt. Wer fehlt? Gibt so einige Sorten. Da kann man ein bisschen aussuchen, ne? Nach Möglichkeit soll der Dünger jetzt reichen für beide Felder. Das ist ja sonst blöd, ne? Wenn ein bisschen mehr fehlt. Ja gut, was soll's, ne? Das ist schlecht, aber gut. Na, ne? Nächste Spur bitte. Ja, hier, da kannst. Ja, der will immer gleich immer wieder zurück, ne? Dann halten wir ihn nach der alten Spur. Ja, hier ist gleich ein Grün. Sieht gut aus. Mal sehen, unser heller Fleck da hinten macht. Ein bisschen korrigiert bekommen, ne? Ja, Düngen ist hier sehr wichtig, sonst ist ja, viel Ertrag zu rechnen, ne? Also wenn man zu Größe und Ertrag nicht, wird dann Probleme geben, ne? Auch Schwierigkeit ist Mittel. Ich denke mal, das ist okay so.
Wer schwierigeres haben möchte, kann das hier gerne einstellen. Ich bin der Meinung, dass das mittlere Maß oft das Beste ist. Der Spielspaß soll er bleiben, ne? Zu leicht soll es auch nicht sein. Ne? Ja, zwei Felder, das schaffen wir noch gut alleine. Später werden wir noch Angestellte haben, sicherlich. Ne? Oder zumindest auf Leihbasis kurzfristig mal jemanden dazu tun. Besonders Richtung Maishexe, ne? Das ist ein bisschen. Alleine wissen blöd, ne? Ja, feldfeste gibt es eine Beschwerde von einem Bauern, einem Nachbarbauer. Wo er nichts gemacht hat, ne? Die Nachbarbauer machen nichts, ist aber auch gut für den Rechner, ne? So, Dünger sieht gut aus. Möglichkeit soll er nicht alles düngen, aber auch alle werden. Ne? Wenn er jetzt zu wenig düngt, nicht alles, dann müssen wir am Hof leer machen. Wäre ungünstig. War gut als Landwirt, wenn er nur kurz so viel 10 Kilo drin bleiben würde, würde ich dann einfach draufhauen. Ne? Das wäre dann auch dann nicht so tragisch. Probier es mal, ob das so geht. Extra zum Hof fahren wäre ja auch Blödsinn. Ne? Die 10 Kilo machen es auch nicht. Ne? Da unten 600. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte, ne? In diesem Feld. Ne? Zwei Bahnen sind noch, vielleicht drei. Und drüben ist es ein bisschen kleiner, das müsste hinkommen. Auf jeden Fall. Ja, schon wieder Wochenstart. Ne? Alles schön Wochenstart. Ja. Alle, die frei haben, können sich freuen. Und die dann arbeiten müssen, ja. Gut. Dann haben sie halt eine andere Zeit mal frei, ne? Ist ja halt immer so, ne? Ja, ich werde dann schon wieder arbeiten, ne? Das wird das neue Jahr begonnen. Und am 4. ist alles Beginn. Mittwoch noch mal einen Tag frei. Heilige Drei Könige am 6. Ja, hier kann man genau sehen. Hier, das ist aber jetzt ganz, ganz blöd. Hier ist es aber jetzt ganz beschissen. Hier wird es Schwierigkeiten geben bei der Ernte. Denn hier ist er noch gar nicht. Also ich war's. Hier habe ich zu wenig gedüngt und das sieht man sofort. Oh, das ist ja nicht mehr gewachsen. Hier ist er so wie auf 14 Tagen. Dann muss ich normal düngen in 10 Tagen. Also. Muss ich hier stehen bleiben und hier schlafen. Im Stehen, im Traktor. Das muss mal gedüngt werden, das ist auch nichts. Ich habe letztes Mal doppelt nicht geholfen. Das ist jetzt aber blöd. 1003. Also wenn hier zum Fluss nochmal übrig behalten, kann man einen rüber. Das Bild weiß ich aber nicht. Ja, Düngen ist hier ganz wichtig. Ja, nächstes Ende sieht anders aus, ne? Rechts, Junge, rechts. Die wollen rechts fahren. Der Rechtszentrum erfüllt. Hier ist es schon richtig. Ja, weiter, ne? Aber auch fleckig, ne? Da liegt ein bisschen Bahn. Das ist schlecht. Feld 3 wird sicherlich besser sein. Ja, was dann so ausmacht, ne? Düngen ist richtig. Gleich muss ich es düngen. Gut, bei der Aussaat habe ich schon viel Fehler gemacht. Da habe ich da schon nicht angeschaltet gehabt. Könnte auch bei der Aussaat ein bisschen mehr reingehen, ne? Das werde ich auch machen nächstes Mal. Wenn die Zahl Kopf bald habe. Also jedenfalls mehr wie 300 etwa. Muss ich mir aufschreiben. Hier ist teilweise schon sehr gut gewachsen. Beginnt schon reif zu werden, ne? Leicht trocken zu werden, aber ganz links ist auch ganz schlecht. Ne? Ach, nee.
Nicht gut, nicht gut. Ich bin pleite. Das wäre ganz schlecht. Jetzt müsste ich hier nochmal düngen. Aber ich will unbedingt immer in die andere Richtung gehen, dann ist mit dem GPS schlecht. Muss ich das mal wieder ausmachen. So fliege ich auch. Entschuldigung. Wenn man noch, dann machen wir aus. Da fehlt komplett was, ne? Hey. So. Also voll. Jetzt fahren wir zum nächsten Feld, da haben wir nochmal knapp. Können wir gleich mal da die ausmachen müssen bloß, ne? Wäre gut gewesen, dann würde er nicht so spinnen. Ja. Das ist teilweise sehr, sehr fleckig, also wenn man nicht alles erden kann. Oder ich muss das in Tappen machen, das ist blöd mit den Maschinen ausleihen, ne? Ja, mal schauen. Die Ernte ist eigentlich immer Ende Juli, Anfang Juli. Je nachdem, wie die Witterung ist. Hier muss ich mal wieder umstellen. Und zwar der Bereich hier. Bremse. So. P und jetzt mal verschieben wir mal ganz kurz den Winkel. Den Winkel machen wir Versatz. Das machen wir hier mal Versatz, so dass der gelbe Strich in der Mitte ist. Unser Spur, da kommt man ungefähr hin. Und hier ist es noch ein bisschen später dran, ne? Ob zu 1% auch noch. Naja, dann werden wir halt ein bisschen länger warten mit dieser Ernte. Und dann holen wir den Dünger mit Kalium dazu. Ja, jetzt die Wolken ziehen wieder auf. Wie Regen. So, das haben wir jetzt in der Mitte. Gut. Gehen wir kurz rein. In der Krise, da können wir reinklicken. Menü. Besitz. Feld 4. Feld 4. Gut, und Feld 3. Feld 3 ist schon das fast perfekt. Im Ganzen. Im Ganzen. Kalium oder so. Kalium und hier kann. Wenn das fast perfekt ist, dann können wir das mal versuchen, durch die Menge zu reduzieren. Sparen ein bisschen ein, dann gehen wir runter auf 200. Und vielleicht kommen wir dann hin mit dem Dünger. So, wir wieder einstellen auf automatisch. So gerade fahren kann ich gar nicht. Vor allem am Rand alles erwischen. Ne? Darum geht es dabei. PP nicht. TTT. Einmal TT und einmal B. Ja, hier ist es noch ganz schön weit, aber gleichmäßig gewachsen, kann man sagen. Ne? Und da habe ich halt in der Mitte so wenig extrem. Ne? Aber vielleicht kommt auch der Wachstum da auch noch. In Anführungszeichen, muss ja irgendwas kommen, ne? Ja, dann nur noch Kaliumdünger, das ist auch noch ein bisschen was verfehlt. Aber wo haben wir nun Dünger, was nur Kalium hat, ne? Also mal gucken, dass wir nicht so viel mit anderen reinknallen, mit Phosphor und mit Stickstoff, sonst haben wir ein Problem. Da wäre es eigentlich besser, wir hätten einen Dünger, der
der Einzelkomponenten hätte. Ne? Und da ist er schon wieder gewachsen. Ist verbrannt. Ja, wenn wir von der Ernte so eintakten, dass wir das uns nach rechts richten, unseren, was hier noch grün ist. Ne? Wo liegt das am Boden oder so? Länger kann es ja nicht liegen, das hat er so nicht gedüngt. Oder doch? Nein, eigentlich nicht. Die Spur ist ja schon vorgegeben vom letzten Mal. Ne? Eine Art Düngespur. Ne? Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Den heutigen Montag, ich wünsche euch einen schönen Resttag. Ja, erholt euch gut von Tag Arbeit, wenn ihr arbeiten müsstet. Ansonsten vom freien Tag, ne? Ja, morgen geht's hier weiter. Hoffentlich bald düngen fertig, ne? Ah, Kalium wollen wir noch machen, Kalium. Ich dünge mir jetzt mal noch fertig und dann hole ich euch ab, wenn wir zum Händler gefahren sind, ne? Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.